Mein Führer, ich... Nach dem Rassengesetz bin ich verpflichtet. Also ich muss Sie fragen, mein Führer, sind Sie rein arischer Abstammung? Ja. Dürfte ich dann bitte Ihren Ausweis... Sie sprechen mit dem Führer. Sehr wohl. Und Sie, Fräulein Braun, sind Sie rein arischer Abstammung? Ja. Dann dürfte der Sache ja nichts mehr im Wege stehen. Ich frage Sie also, wollen Sie, mein Führer Adolf Hitler, die hier anwesende Eva Braun zu Ihrer Ehefrau nehmen? So antworten Sie mit Ja. Ja. Wollen Sie, Eva Braun, den hier anwesenden Führer Adolf Hitler zu Ihrem Ehemann nehmen? So antworten Sie mit Ja. Ja. Dann erkläre ich Sie hiermit zum Mann und Frau. Der Führer will sich verabschieden. Kommt jetzt. Sie sind die tapferste Mutter im Reich. Mein Führer, Sie machen mich zur glücklichsten Frau Deutschlands. Grüßen Sie mir mein schönes Bayern. Herr Günscher, ich muss unbedingt noch einmal den Führer sprechen. Bitte, es muss sein. Es tut mir leid, Frau Goebbels, ich habe ausdrücklich einen Befehl vom Führer, dass er nicht mehr gestört wird. Bitte, Günscher, nur einen Augenblick. Mein Führer, Frau Goebbels ist hier. Was ist denn noch? Mein Führer, ich flehe Sie an, verlassen Sie Berlin. Mein Führer, bitte, verlassen Sie uns nicht. Was soll denn aus uns werden? Morgen schon werden mich Millionen verfluchen. Aber das Schicksal wollte es nicht anders. Stehen Sie auf. Sie getroffen. Kommen Sie. Reichsleiter, es ist passiert. Ich melde, der Führer ist tot.